Hallo West Wing, ich bin Yavi und ich zeige euch heute mein Zuhause. Ich bin Autorin und Inhaberin einer Textagentur und ansonsten die Mama von zwei kleinen süßen Jungs, mit denen ich hier in diesem Haus wohne. Und das möchte ich euch jetzt zeigen und ich würde sagen, wir fangen an mit diesem wunderschönen Garten. Hier stehen wir auf meiner allerliebsten Poolterrasse. Wir lieben diesen Ort und hängen hier bei gutem Wetter und auch bei Sonnenuntergang ab. Die Kinder und ich und Familie und Freunde. Relativ simpel gehalten. Wir brauchen eigentlich nur diese gemütlichen Kissen, die wir auch ins Wasser schmeißen können. Und ja, ansonsten zeige ich euch mal eben den Rest. Ich habe weder einen grünen Daumen noch Zeit, deswegen seht ihr hier nicht viele Blumen. Aber was ihr seht, und das ist unser persönliches Highlight und vor allem das Highlight der Kinder, ist dieser Pool. Der wird einfach den ganzen Sommer lang über sehr intensiv genutzt. Für die kalten Tage haben wir theoretisch auch was Warmes, aber ich muss sagen, da war ich noch nie drin. Wenn ich mich allerdings für einen Ort in diesem Haus entscheiden müsste, den ich am allerliebsten mag und den ich sehr schätze, ist es dieser hier. Der Wintergarten. Ich habe euch jetzt meinen Lieblingsort verraten. Es wird mich brennend interessieren, ob ihr auch einen Lieblingsort habt. Vielleicht habt ihr Lust zu kommentieren. Ich würde es sehr gerne lesen. Hier schreibe ich morgens mein Journal und abends trinke ich gerne mal ein Gläschen Wein. Und an diesem Tisch sitzen wir gemeinsam mit Familie und Freunden. Und jetzt zeige ich euch das Haus von innen. Und das ist der zentrale Ort des Hauses, der Wohn- und Essbereich und die Küche. Hier in der Küche passiert ganz, ganz viel. Ganz viel Essen, ganz viel Kaffee, liebe ich beides. Und die Kinder lieben Pancakes, deswegen widmen wir denen am Wochenende auf jeden Fall sehr viel Zeit. Und generell, wir sitzen hier zusammen, lachen zusammen, kochen zusammen. Und das bringt natürlich super viel Chaos. Deswegen habe ich eines Tages gedacht, ich lasse so ein Home-Organizing-Team herkommen. Und die haben mir meine Schubladen und Schränke sortiert. Und ich liebe das. Das spart so viel Zeit und so viele Nerven. Wenn ihr auch Bock habt auf Organizing, dann schaut doch mal bei West Wing auf dem YouTube-Kanal vorbei. Da bekommt ihr auf jeden Fall ganz viele weitere Tipps. Ja, die Küche ist für mich eigentlich perfekt mit einem kleinen Manko. Sie ist ein bisschen zu hoch gebaut. Die Vorbesitzer des Hauses waren sehr groß und ich bin sehr klein. Und deswegen muss ich manchmal auf Zehenspitzen stellen. Und hier kommen wir auch schon in den Essbereich, der aber so viel mehr ist als ein Essbereich. Natürlich sitzen wir hier mit Freunden zusammen und lieben diesen Raum. Das sind auch so die Lieblingsmomente des Tages für mich. Aber hier passiert wirklich mehr. Hier arbeite ich auch, wenn ich nicht in meinem Büro bin, konzipiere meine Workshops, schreibe meine Bücher und mache alltäglichen Office-Kram. Und ansonsten, der Kamin geht auf jeden Fall im Winter immer an. Und ja, hier seht ihr schon, hier lese ich morgens meine Zeitung. Was mir beim Essbereich Interior wichtig war, auf jeden Fall Bequemlichkeit. Ich brauche einfach gemütliche Stühle und sogar ein Sofa, was ich sehr, sehr praktisch finde im Essbereich, wenn man es sich einfach gemütlich machen will. Ansonsten auf jeden Fall ein großer, robuster Tisch. Und das hier verdeckt einfach nur die Spuren, die Kinder einfach hinterlassen. Und ich vielleicht auch. Ansonsten, bei diesem Bild werde ich manchmal gefragt, ob die Kinder das gemalt haben. Aber nein, das war ich. Und jetzt zeige ich euch den Wohnbereich. Ich bin ein total kreativer Mensch und mein Kopf ist total bunt. Deswegen ist mein Einrichtungsstil etwas dezenter. Das beruhigt mich und ich liebe einfach die natürlichen Farben, die sich zum Beispiel auch in meinem Bild wiederfinden. Das habe ich auch selbst gemalt. Ansonsten, das Sofa ist aus bestimmtem Grund so positioniert. Zum einen, weil die Kinder hin und her springen wie auf dem Trampolin. Und außerdem haben wir sowohl den Blick auf den Fernseher und nach draußen in den Gartenbereich. Ja, ansonsten, was auch sehr, sehr wichtig für mich war, war ein Outdoor-Teppich in diesem Bereich, weil wir halt auch manchmal hier was snacken und Weinchen trinken und dann kannst du einfach drüber wischen und mit Kindern ist das mein absoluter Lieblingstipp im Interior-Bereich. Ich habe mich mein Leben lang schon mit Schreiben und Sprache generell beschäftigt und war ein sehr leidenschaftlicher Mensch und alles, was ich kreiere, entsteht quasi aus mir heraus und ich glaube, das merkt man eben an den Büchern, die ich schreibe, an den Workshops, die ich konzipiere und die ich anbiete, zum Beispiel, wenn man ein Buch schreibt und veröffentlicht und ja, auch im Podcast, im Instagram live und alles merkt man, glaube ich, schon sehr, sehr persönlich und
hoffentlich auch für andere authentisch spürbar. Ja, und das Klavier ist keine Deko, da sitze ich tatsächlich dran. Ist wie ein meditativer Ort für mich und es ist ein E-Piano, weil ich früh morgens spiele, bevor die Kinder wach werden und abends, wenn sie schon schlafen. Wenn ihr Bock habt, spiele ich euch kurz ein bisschen was vor. Jetzt wird's intim. Ihr seid hier in meinem Schlafzimmer. Ich liebe diesen Ort. Ich verbringe auch sehr, sehr viel Zeit hier. Im Grunde genommen, wenn ich alleine bin, verbringe ich hier Zeit auf der Akupressurmatte. Ich höre Podcasts, ich lese ganz viel, ich meditiere oder lege Tarotkarten. Und ja, weil meine Tage meist sehr turbulent sind und viel los ist, komme ich in diesem Raum unglaublich gut runter. Und ich glaube, das spiegelt sich so ein bisschen auch im Interieur wieder. Ganz viele harmonische Farben und Konstellationen und vor allem Gemütlichkeit. Zu meinen Lieblingspieces in diesem Raum. Zum einen der Nachttisch da in der Ecke. Das ist eigentlich eine Plantbox, umfunktioniert mit einem Brett zu einem wunderschönen Nachttisch mit ganz viel Stauraum für Dinge, die nicht jeder sehen soll. Und was mein Bett angeht, das ist ein absolutes Maximum an Bett machen. Ich hasse es, Betten zu machen. Ich finde es einfach viel gemütlicher so. Und dieser Sessel ist für mich auch ganz wichtig. Da liege ich drauf, um zu lesen, zu entspannen, aber auch manchmal auch, um zu arbeiten. Und hier geht's lang in mein großes Badezimmer und meinen begehbaren Kleiderschrank, der ehrlicherweise mehr Funktionalität ist als Mädchentraum. Es geht einfach nur darum, dass ich schnell morgens zu den Klamotten komme, die ich anziehen möchte und dass einfach alles seinen Platz hat. Und jetzt gehen wir in den absoluten Zimmertraum meiner Kinder. Kommt mal mit. Ja, hier haben meine zwei wilden Kerle, die sind ja auch noch klein, 4 und 6, ihren Toberaum. Hier dürfen sie wirklich alles und nehmen auch alles gerne auseinander. Also normalerweise sieht es hier auch nicht so ordentlich aus. Hier wird Lego gebaut, mit Freunden getobt, geklettert und das sieht dann normalerweise auch dementsprechend aus. Diese Schaukel übrigens wird hauptsächlich von mir genutzt, weil ich hier eigentlich sehr gerne chille und einfach den Kindern dabei zuschaue, wie sie klettern, nämlich auf diesem coolen Klettergerüst. Das wird tatsächlich auch noch sehr intensiv bespielt und ist auch das Highlight von Freunden, die zu Besuch kommen. Ja, und ansonsten ist einfach ganz viel Raum für alles Mögliche, worauf man Lust hat. Und ich persönlich mag außerdem diese Tapete so gerne. Gibt dem Raum nochmal ein bisschen Gemütlichkeit und vor allem Dschungelfeeling und das passt zu meinen Äffchen auf jeden Fall sehr gut. Manchmal sage ich Sachen. Und vielleicht kennt ihr das auch von euren Kindern. Ihr gebt euch die allergrößte Mühe mit dem, was ihr für sie herrichtet. Und dann entscheiden sie sich einfach für das Simpelste. Das ist bei uns ein bisschen so. Wir haben diese super schöne Kletterecke. Aber meine Jungs können einfach stundenlang einfach nur mit Lego spielen. Das ist auch voll fein. Ergibt vielleicht erstmal nicht so viel Sinn. Aber direkt neben dem Toberaum ist mein Yoga-Raum. Und den zeige ich euch jetzt. Ja, und das ist hier die Ruheoase, mein Yoga- und Meditationsraum. Ganz bewusst, ganz schlicht und leer gehalten. Hier soll ja auch gar nicht so viel passieren. Soll ja auch runterbringen und mich zentrieren. Und daher sind es nur ein paar Pieces. Wie eine Pflanze, eins meiner Bilder und die Yogamatte. Und ja, mehr brauche ich hier nicht. Ja, ich bin mit einem buddhistischen Vater aufgewachsen und generell einfach ein spiritueller Mensch. Und so habe ich den Weg zum Yoga gefunden und zur Meditation. Und das ist für mich mein Weg, um meine innere Stimme zu hören und die Dinge zu tun, die ich wirklich tun will. Und die andere Seite von mir hat super viel Power und die entlade ich am liebsten in meinem Fitnessstudio. Das war's. Wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr habt die Tour genossen. Es hat euch gefallen. Vergesst nicht, den Account zu abonnieren, wenn ihr Bock habt auf mehr Interior Inspo. Und ich sag jetzt mal Tschüss. Also, ich krieg jetzt auch nichts Besseres mehr. Ja.